Hey ho ihr alle, ich bin's wieder, euer Set Art. Was geht, was geht, was geht? Diesmal mit Modern Warfare 3. Ja, ich weiß, ich weiß. Es ist ein echt geiles Spiel. Ich muss es sagen, es ist echt hammergeil. Das ist auf der Karte Lockdown und ich spiele im Modus Kill Confirmed. Dabei habe ich die Scar-L mit Rotpunkt. Visier, wie man sieht, und Rückstoß, also dieses Waffenproficiency, oder wie man das auch immer ausspricht, ist eine sehr coole Sache, gefällt mir sehr gut mit diesem, dass die Waffen extra nochmal so einen Perk in Anführungsstrichen haben, gefällt mir echt sehr, sehr gut. Ja, als Sekundärwaffe habe ich die MP9, ist eigentlich irrelevant, ich glaube, die benutze ich gar nicht. Semtex und Blendgranate habe ich dabei. Als Perks habe ich Fingerfertigkeit Pro, Attentäter Pro und Meisterschütze. Wo ich mir gerade nicht sicher bin, ob ich Meisterschütze überhaupt dabei habe. Oder Stalker, ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, worauf ich auf jeden Fall beim Gameplay eingehen will, ist, ich habe mal das erste Runde, wo ich Support Point Streaks spiele. Und da habe ich auf der 4 die Drohne, dann auf 8 das Boden-Luftgeschütz und auf der 18 der Abwurf-Eskorte. Und das ist auch das erste Mal, dass die Abwurf-Eskorte funktioniert hat. Normalerweise, also ich habe es danach mal gekriegt und dann kamen direkt 1000 Typen und die haben es weggeschnappt und das war zum Kotzen. Weil die Abwurf-Eskorte ziemlich lang braucht, bis sie endlich mal ankommt. Das ist echt ein bisschen nervig, aber ich denke, das haben die extra gemacht. Hier habe ich cool durchgemessert, fand ich sehr geil. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie echt Pech mit so einem Scheiß. Ich weiß nicht, ich habe mich so aufgeregt dabei. Und, ja, am Anfang, mache ich so ein paar Kills und so. 18 Kills und dann ist das Spiel auch fast zu Ende, aber dann kriege ich noch einen Juggernaut. Und, da gehe ich später noch drauf ein, wenn ich den dann habe. Aber nur als Tipp, ich glaube, ich habe es jetzt bei mir so eingestellt, dass ich den Juggernaut, anstatt die Abwurf-Eskorte habe, weil der schneller kommt. Und, man kann sich dann direkt darauf konzentrieren. Auch wenn man dann, ich glaube nur das eine Paket kriegt und bei Abwurf-Eskorte kriegt man glaube ich 4. Ist eigentlich blöd, dass man das macht, aber ich glaube Abwurf-Eskorte braucht dafür auch 200 mal so lange, bis sie mal ankommt. Und das kann man irgendwie in einem Call of Duty nicht wirklich machen, wo man keine Zeit für sich hat. Man kann ja nicht mal eben stricken oder irgendwie sowas, man muss ja mal in Action bleiben. Immer bewegen, immer bewegen. So, und mit diesem immer bewegen komme ich auch direkt zu meinem Fazit. Ich wollte das Video hier so einigermaßen dafür nutzen. Ich bin jetzt Level 36. Hier weiß ich gerade gar nicht, was ich bin, weil man kann ja keine Tab-Taste drücken. Das finde ich echt nervig. Aber ich denke, den Bug werden sie noch beheben. Und ja. Hier, da habe ich mir gedacht, dass das eine Attrappe ist. Diese Dings. Und es war keine. Ich war ein Idiot. Naja, egal. Das Fazit. Also das Spiel. Ich habe nur online gespielt. Also Singleplayer weiß ich, dass er ziemlich gut ist. Das habe ich schon sehr oft gehört. Und ich meine, Call of Duty, kann man mal ehrlich sein, Singleplayer haben die echt nie was falsch gemacht. Egal mit welchem Teil. War immer sehr unterhaltsam, immer sehr actionreich. Und ja. Multiplayer, ohne Scheiß, es ist echt was. Es macht mir richtig viel Spaß. Und ich glaube, das ist doch das, was. Na, rechts ist einer. Habe ich nicht gecheckt. Aber ich glaube, ich krieg den trotzdem. Naja, auf jeden Fall. Das ist doch das, worauf es ankommt, oder? Dass es Spaß macht. Dass es richtig Spaß macht. Und das macht dieses verdammte Spiel. Also, manchmal hat man so seine Hassaugenblicke, wo man als die Spiele ein bisschen in die Wand knallen will, aber da kann das Spiel ja eigentlich nichts für, weil manchmal bin ich einfach zu schlecht oder sowas. Naja. Das Spiel. Ich rede jetzt nur von dem Multiplayer-Modus. Ich finde, wie gesagt, es ist echt. Haben sie echt gut gemacht. Der Modus Kill Confirmed ist echt eine mit der besten Neuerungen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wie gesagt, auch im letzten Video, ich werde den wahrscheinlich jetzt ziemlich oft spielen. Und gucken wir mal kurz, wie viel Zeit ich noch habe. Ja, super. Ach, noch die Hälfte. Das ist super. Und ja. Das. Was soll ich jetzt noch sagen? Also, ich habe auch den Wolverine vorhin angerufen. Ich habe dem gesagt, Junge, kauf dir den Scheiß. Das ist echt der Hammer. Und ich habe ihm auch gesagt, dass die Gegner, genau, die sterben auch wieder so schneller als bei Black Ops.
So wie bei Modern Warfare 2 einigermaßen so. Und das finde ich auf jeden Fall super gut. Ich kann auch die Leute nicht verstehen, dass sie die Karten nicht so toll finden. Ich persönlich finde die Karten hammergeil. Ich habe nur eine einzige Karte, die ich nicht so dolle finde. Und so, der Typ ist auch bescheuert gewesen. Naja, auf jeden Fall. Obwohl diese Karte, das ist die Schneekarte, die finde ich aber eigentlich auch in manchen Ecken finde ich die auch ganz okay. So, zum Beispiel hatte ich da vorhin auch ein ganz gutes Spiel, 2210 oder irgendwie sowas, hatte ich auch ganz cool war das. Aber das ist eigentlich von den Karten, die es bei dem ganzen Spiel gibt, die ich am schlechtesten finde. Und selbst die finde ich noch einigermaßen, das finde ich sogar noch akzeptabel. Apropos Karten, wollte ich euch mal fragen, was haltet ihr davon, wenn ich ein Video mache, wo ich alle Karten vorstelle? So, mal kurz so eine Minute lang. Alle Karten vorstellen, ein bisschen rumfliegen da drin, ein bisschen was zeigen. Also, wenn ihr die Idee gut findet, könnt ihr mal hier irgendwie was drunter schreiben, das fände ich echt cool. Weil da steckt auch ein bisschen Arbeit dahinter, jede scheiß Karte da aufzunehmen und so ein bisschen was drüber zu erzählen. Aber für euch will ich das natürlich tun. So. Also wie gesagt, das Spiel kriegt 9,8 Punkte von mir, weil 9,8 von 10, weil die Grafik, muss man schon sagen, also da ist nichts Weltbewegendes passiert und ich bin jetzt auch nicht so der Grafikmann, Mensch, dass ich da unbedingt geile Grafik brauche. Ich bin auf jeden Fall eher für das Gameplay, dass ich das wichtiger finde. Und das trifft ja auf jeden Fall zu, das Spiel macht einfach saumäßig Spaß. Es ist alles viel runder, es ist alles ja, es passt alles zusammen. Keine Ecken, keine Kanten. Natürlich kleine Bugs und so noch mit der Tab-Taste jetzt hier zum Beispiel. Aber im Allgemeinen ist es doch ein echt sehr gutes Spiel. Das muss man schon mal sagen. Und so, jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Ich habe mir nämlich schon was überlegt. Ich finde, Apple und Call of Duty, also die Firma Apple und Call of Duty, beziehungsweise die Firma Activision, die haben irgendwie ein bisschen was gemeinsam. Also, jetzt habe ich irgendwie die letzten Tage erfahren, dass die schon am nächsten Teil von Call of Duty arbeiten. Und wenn man mal ehrlich ist, welche Firma macht das denn noch so? Genau, bringen wir jedes Jahr ein iPhone raus. Mit kleinen, minimalen Änderungen, aber verkaufen wir es für 700 €. Genau. Das ist mir irgendwie aufgefallen. Ich weiß nicht, ich könnte ja mal runterschreiben, was ihr davon haltet, aber ich fand das ziemlich lustig, weil Apple ist ja auch bekannt dafür, dass es funktioniert. Und das tut es auch. So, und Call of Duty ist meiner Meinung nach genau dasselbe. Es sind keine Experimente drin. Es funktioniert, es macht Spaß, es ist cool. Es ist angesehener in der Gesellschaft als jetzt zum Beispiel ein anderes Handy. Wenn man ein iPhone hat oder so, dann hier habe ich gedacht, das wäre meine Kiste. Aber ihr könnt ja mal sehen, wie lange das jetzt dauert hier mit der Kiste. Den Kisten. So, und auf jeden Fall, wenn man Apple-Produkte, also, oh, iPhone, oh, du bist so cool und so, ne? Und Call of Duty, ah, spielst du Call of Duty? Ja, ist cool. Wenn man sagt, ich spiele Counter-Strike, dann sagt, oh, Counter-Strike. Also, ich finde irgendwie, da sind so ein paar Parallelen, mal abgesehen davon, dass die wirklich extrem, so hier, dass die wirklich extrem sind, was die jetzt wieder schon neuen rausbringen und so. So. Hier habe ich jetzt einen Juggernaut, rede ich kurz über den Juggernaut. Ich finde den Juggernaut in diesem Video echt cool. Ist mir aufgefallen, ich habe ein bisschen wenig Zeit für den. Aber ich habe die anderen Sachen auch gar nicht benutzt, weil ich einfach mit dem Juggernaut beschäftigt war. Und mir ist nämlich aufgefallen, hier, ich wusste gar nicht, dass man auch seine Sekundärwaffe oder Waffe, weiß ich nicht, ob man eine Pistole hat, dass man die auch benutzen kann. Ich habe immer gedacht, man hätte das Schild und das bleibt es damit. Deshalb fand ich den Juggernaut immer total scheiße. Jetzt habe ich einfach meine Pistole rausgenommen und habe natürlich nicht so den extremen Schutz. Aber es reicht, Leute, es reicht. So, den habe ich einfach mal geownt. Einfach mal so. Der hat auf mich draufgeballert ohne Ende. So. Und jetzt sehen wir, da oben kommen gleich ein paar runter. Und da gebe ich den ein paar Headshots und so. Dem einen nehme ich Headshot. Und den messer ich nochmal. Und das ist ganz Easy Mode. Easy Mode. Das ist ein Juggernaut nicht schlecht, dass man seine Waffe benutzen kann. Vielleicht, ich meine, 18 Point Streak ist schon ziemlich viel. Und ich sag mal, es ist schon wert, so, ne? Also wenn das wirklich so richtig abgeht. So, das war's dann auch. Ich habe, glaube ich, den letzten Kill sogar gemacht mit meinem Juggernaut. Oder? Vielleicht noch nicht. Ja, da bin ich. Erster Dart. Jawohl. Und jetzt habe ich noch einen Tipp am Ende für euch. Ganz schnell. Eine Klasse, die echt super ist, mit der ich gerade eben drei Spiele gemacht habe. Und
3,5 bis 4 Level gemacht habe. Auf jeden Fall hammergeil. Das ist die Typ 95 Waffe mit Rotpunktvisier und Rapid Fire. Das heißt, wir müssen da bei den Weapon Proficiencies müssen wir zwei Aufsätze nehmen. Sekundärwaffe ist eigentlich scheißegal. Ich hatte die Scorpion, Semtex und Blendgranate. Dann Fingerfertigkeit Pro, Attentäter Pro und Meisterschütze. Echt eine geile Klasse. Vor allen Dingen die Waffe mit Rotpunktvisier und Rapid Fire. Ich denke, der Rest ist ziemlich variabel. Aber das ist echt gut gemacht, weil das ist eine Burst-Waffe und das ist so ein bisschen ähnlich wie die Farmers früher. Auf jeden Fall hammergeil. Hier seht ihr nochmal die Statistik am Ende. 23-12, ich bin nicht Erster, aber ich habe die meisten Kills aus dem ganzen Spiel, aber halt nicht immer eingesammelt. Wie ihr wisst, ich töte dann lieber. Okay, wir sehen uns heute. Bis dann. Schönen Tag noch und ciao, ciao.